Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg in die Binsenlanden, denn wir müssen runter in eine Mana-Mine, wo wir das Todherz holen müssen, um zwischen den Welten zu wandern, im Totenreich und Erlebenden. So, ich versuche mal, ob wir diesen Weg hier gehen können. Ins Tor klopfen wir mal an. Durch einen Spalt im Holz ist ein großes Zelt im Schutz der dürren Bäume zu sehen. Aus dieser Richtung hören sie leise Geräusche. Niemand hört den Lärm. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Müsste es ja noch einen anderen Weg geben. Versuchen wir jetzt einfach mal. Und hier durch. Also über die Höhle schon mal. Einen anderen Weg. Einmal hier außen rum oder so. Ich weiß es nicht. Ah, ich denke schon. Hier hätten wir auch den Beamer benutzen können. Also diese Welten hin und her sliden. Ja, das ist super. Okay, diese geht ja nicht mehr so leicht. Jetzt können wir hingehen. Ziehen wir jetzt mal angreifen. Obwohl. Na gut. Tja, so ist es, wenn man sich mit mir anlegt. Der kleine Zelda mit den riesen Fäusten. Galli. Können wir mal gucken, ob ich ein paar Sachen für die gute Dame habe. Ich bin gerade rein. Reicht die mal? Ah, gut. So, wir haben mich hier, wenn man hier reingeht. Ich habe ein paar Sachen mal gesammelt. Ich habe hier irgendwas, was die gute Frau haben kann, was super gut ist für sie. Das können wir auf jeden Fall einfach mal. Können wir auf jeden Fall einfach mal dem. Unseren Roboter geben. Oder ich? Ja. Haben wir wirklich nichts Cooles dabei? Der irgendwie eine Verwendung hat für irgendwas. Bis die Angriffsstärke wird überall runtergesetzt dadurch. Ja. Muss man sich nochmal ein bisschen reinlesen, weil es kann ja auch sein, dass wir noch anders gebrauchen können. Gut. Da oben ist ja die Höhle, also gehen wir auch hier längs. Direkt hin, gar nicht so viel Umwege machen. So. Ist ein Tal. Achso, ein Elementar. Okay, er haut nicht so viel rein gerade. Was macht er jetzt? Oh, ich will mal gucken, was die noch für andere Fähigkeiten hat hier. Überfall. Bei Verstohlen wird stattdessen. Eieiei. Muss erst verstohlen sein und dann noch. Oh, ach so krass. Feuerbombe, Frostbombe. Überfall, machen wir Überfall. Ja, haut ordentlich rein, wie man sieht. Fast tot gleich. Dann müssen wir hier nochmal. Okay, dann müssen wir irgendwas machen, damit wir den Blatt bekommen. Einmal einfach noch zuschlagen. Aber haut nicht meinen. Nee, macht er nicht. Aber das ist reicht mal. Sehr gut. Ich habe nicht weniger erwartet, als das bestimmt. Ja. Das ist schon ordentlich. Ordentlich Erfahrungspunkte. Das kommt da wahrscheinlich durch, ne? Probe prüfen. Auf die behelfsmäßige Tür ist mit leuchtend weißer Farbe eine rote Runde. Mine unsicher, zur allgemeinen Sicherheit abgesperrt. Vorsprung, fehlender Schlüssel. Okay, gesperrt. Zu unserer Sicherheit. Welcher schwache, biffige, grabende Schmierfink? Eda! Oh, ich bin genau hier, Opa! Ah, wer? Opa? Du musst 200 Jahre alt sein. 157, um genau zu sein. Also übertreib nicht. Dann lag ich ja nur 43 Jahre daneben. Das ist viel.
Also was schnüffelt ihr hier im Loch herum? Hey je, ich sollte... Verzeihung, in letzter Zeit war der Wind etwas rau. Hast du die Mine abgesperrt? Ganz recht. Ich heiße übrigens Welt. Ich grabe hier schon, solange ich denken kann. Die Mine habe ich abgesperrt, als alles anfing, den Bach herunterzugehen. Wir müssen wirklich hinein. Da unten ist etwas Wichtiges. Irgendwo. Ja, das habe ich gehört. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Kommt mir nicht besonders klug vor, ein Kind mitzunehmen. Auch nicht mit solchen Freunden. Wir können auf uns aufpassen. Ihr seid auf jeden Fall groß. Größer als Welt. Ich könnte hier unten ein wenig Platz zum Atmen brauchen. Wenn ihr hier aufräumen wollt, kann ich die Mine wohl für euch öffnen. Vielen Dank. Eine Bedingung. Wenn ihr wertvolle Erze findet, teilt ihr sie mit Welt. Abgemacht. Wir sind ohnehin nicht wegen Erz hier. Wenn wir etwas Ungewöhnliches finden, kommen wir zu dir. In Ordnung. Das Loch hat wieder geöffnet. Ich bin an meinem Platz südlich von hier, wenn ihr mich braucht. Danke. Danke mir noch nicht. Ihr habt noch nicht gesehen, was da drin ist. Ja, cool. Okay, betreten wir das Loch. Okay, betreten wir das natürlich hier auf Legendär, weil das kann ich. Nee, normal. Hey, nein. Ich bin gespannt. Vielleicht bin ich auch gar nicht bereit dafür. Ich hab zwar... Wenn ich jetzt überlege, dass ich gerade diesen Elementar da schon... Der schon so viel reingehauen hat. Wollte ich gar nicht wissen, wie es ist, wie die anderen Viecher gleich reinhauen. Ich muss auch noch kleinere Aufgaben machen. Ein bisschen leveln. Sich vorbereiten. Problem ist bloß, wenn man sich zu hoch levelt, dann sind die Gegenstände drin irgendwie nicht mehr ganz so praktisch. Deswegen muss man sich dahin kämpfen und echt Erfolg haben, damit man auch gute Sachen bekommt, gute Ausrüstung bekommt. Das ist wichtig. So, der Dungeon-Talente kann auch in der Schlacht einen Schub geben. Experimentiere mit unterschiedlichen Kombinationen, um die maximale Wirkung zu erzielen. Okay. Wenn du eine Kreaturenart oft genug getötet hast, kannst du auch ihre Lebenskraft und die Fähigkeit sehen. Diese in der Schlacht einsetzen. Also man könnte natürlich die Verstohlenheit von ihr nutzen, von der roten Monika. Im Dungeon, das macht natürlich sehr viel Sinn. Okay. Durchsuchen wir das Loch. Aber wir haben ja noch ihn hier und er kann uns ja einmal heilen. So. Geht doch mit dem Zora vor. Gegner sehe ich hier noch nicht. Mehr Glück. Hier ist zumindest schon mal so ein kleines. Okay. Gut. Aber Feuerstein. Da müssen wir rein. Machen wir. Und zwar langsam jetzt. Blitzen ausgestellt hier, kann das sein? Ah, ich kann es nicht, ich kann hier was klauen. Ich verstehe mich leider nicht mehr. Mit uns ist nicht zu spaßen, ja, stimmt. Auge blau. Also, was sind für Superkräfte? Schleichender Tod. Belegt einen Feind mit schleichendem Tod, einem Gift, das bis zu 6-mal kumulativ in jeder Runde eine hinzugehört und dann endet. Jedes Ereignis fügt in jeder Runde 30 Mal den Schaden zu. Okay. Fügt zu und gibt Verstohlenheit, wodurch die Rotunga nicht mehr Ziel von Einzelzielfähigkeiten sein kann. Das machen wir auch mal, das will ich mal testen. Das machen wir aber nicht bei ihm jetzt. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. So, los. Yeah.
Eieiei, da haben wir reingehauen. Eieiei. Das ist ein geiles Teil, das sie da hat, ne? Um so leicht darauf zu kommen, weil man erstmal verstohlen werden muss. Aber bei der Superkraft kann man ja die Verstohlenheit bekommen. Sie haut 500 Schaden und dann nochmal. Eieiei, das wird richtig. Das haut richtig rein da. Nicht schlecht, nicht schlecht. Freue mich drauf. Kann ich noch verstohlen jetzt? Kämpfen müssen wir ja, damit wir auch ein bisschen was bekommen hier. Und wie hart wir sind. Okay, das hat betäubt. Ich aber war. Ist tot. So, mal sehen, wie wir weiterkommen. Natürlich viele Gegner hier. Ich glaube, wir müssen die Gegner alle ausrotten, sonst haben wir nachher. Problem ist, wir gar nicht mehr schaffen. Nicht so toll, ne? Lysolot Schattenklinge. Ah, hier ist noch ein Flammen gleich von ihr. Da steigen aber gleich noch zwei auf, wa? So, da machen Gegner, glaube ich. So. Wir machen einfache Kämpfe. Wir sparen ein bisschen das Mana auf. Jetzt ganze Mana aufgefallen hier. Ein einfacher Gegner, der auch nicht helfen. Und der Dungeon soll auch entspannt, nicht entspannt, der auch spannend bleiben. Oh, Blutung bekommen. Eieiei. Ja, aber gut belegt den. So. Das war das. Auf was eine Feuerkugel erschlossen, Kanonenschuss erschlossen, 4 Vorteile, Vorteil höhere Gesamtabwehr, Rang 1 erschlossen, Vorteil höher hast. Das ist doch gut. Holen wir da mal rein. Hier ist irgendwas vielleicht. Hier ist nichts. Aber. Ich gehe mal ganz kurz hier zu. Calibretto. Vorteil, wir haben 7 Punkte übrig. Gesamtabwehr ist natürlich höher. Angriffsstärke erhöht. Das ist natürlich höhere. Natürlich besser. Präventiv. Halt bei einem Verbündeten, der den größten Schaden erlitten hat, in der Schlacht 3 Runden lang. Das behalten wir, das finde ich mir noch ganz gut. Halt bei 3 Runden lang 80. Ja, auch nicht schlecht. Was ist das denn?
Okay, hier drüben ist noch einer. Gemeint, aber naja. Du solltest besser fliehen. Du solltest fliehen. Du kriegst, oh, du kriegst einen Crit und eine Blutung. Du kriegst noch einen Bauchklatscher. Und du bekommst auch nochmal. Oh, meine Batterieleistung ist nach. Ich hoffe nicht so weit fliehen. Okay. Schlecht, nicht schlecht. So, er steigert dann hier auch auf. Na gut. Was ist denn hier? Minenbrille, okay. Die Fasern dieser alten Schriftrolle sind mit einer sonderbaren öligen konservierenden Substanz durchdringt. Wöchentliche Berichte, mal schön klug. Verzeiht den Bruch des Berichtsprotokolls ist. Das entdeckte Artefakt hat sowohl unsere Truppen als auch eine Arbeit der Truppen verschwinden veranlasst, wenn es in der Nähe ist. Sich ihm zu nähern ist zu einem ernsthaften Risiko geworden. Wir brauchen einen Magier zur Begutachtungsobjekt. Außerdem nehmen die Angriffe der Leistenlots am Häufigkeit zu. Wir sind jetzt in der Unterzahl. Nicht-militärisches Personal betritt die Mine nicht mehr. Der Betrieb wurde eingestellt. Wir suchen, diese Nachricht von einem Späher nach draußen bringen zu lassen. Die Notiz endet an dieser Stelle. Der untere ist bräunlich verfärbt, als sei das Öl mit altem Blut vermischt worden. Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Ach, guck mal, haben wir das Erz schon mal gefunden. Dieses Feuer scheint mit Mana durchweg zu sein. Es führt bei der Kreatur in Nähe zu Umsinn. Ihr könnt hineingreifen und den Mana-Kern entnehmen. Wollt ihr es versuchen? Ja. Ach, guck mal, haben wir einen unreinen Mana-Kern. Weißt du, man weiß, was passiert wäre, wenn es daneben gegangen wäre? Das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist ja nicht. So, wir köten die anderen Gegner hier auch nochmal schnell. Weil dann haben wir alle Gegner weg. Leistelot Menschenjäger. Eieiei, er soll noch Gift bekommen. Die Schnauze kriegst du auch. Du bist entflammt. Das hast du aber völlig die Arschkarte gezogen. Leichter als das. Es wird immer leichter. Naja, wollen wir uns zu früh freuen, das war nur ein Gegner. Warten wir, ob es 6 vor uns stehen. Dann ist es schon wieder was anderes. Irgendwas? Da kommen wir auch noch durch. Okay, wir gehen hier links. Ja. So. Schrein ist unbrauchbar gemacht, dann gehen wir erstmal hier hoch. Ich habe ja keinen Angriff. Aber es war ja nicht schlecht, das hier zu machen. Wir sind sehr viele Leute hier. Okay, also. Ich mache ein gutes Lauffeuer. Und da versuchen wir die Superkraft einzusetzen. Und da nehmen wir dann die Menschenjäger nicht. Wir nehmen die Schattenklinge da oben. Kann ich nicht, scheiße. Na gut, nehmen wir den. Ist aber auch ein klein bisschen sexy, was? Ich bin weg und ich bin verstohlen. Und hier hauen wir mal. Hier ist ein Mauerbisch da oben. Und ich will den Schutzschild geben. Und sie könnte jetzt doch Überfall machen und ihn da oben überfallen. Ah, Mist. Schade, sind wir verstohlen. Das ist ja ärgerlich.
Nee. Oder auch. Eine Heile? Eieiei. Oh, das war ein. Nicht richtig. So, heilen wir mal kurz und nehmen uns die ganzen Effekte weg, die da belegt sind. Gut. Mann, das gefällt mir, mir auch. Eigentlich habe ich nicht so viel Mana bei ihr. Schade ist, macht aber auch nicht so viel, denn können wir vielleicht mit den Kraftreserven mal anfangen. Die Fasern, okay. Wöchentlicher Bericht, Marshall Cloak. Lage kompromittiert. Minenbetrieb auf mäßigem Stand, aber in Gefahr. Arbeitsmoral inakzeptabel. Gefechtsbemerkung, kürzlich gab es einen Angriff durch einen Stamm weißpelziger Leistenots aus dem Norden. Der Angriff fiel mit der Entdeckung eines Artefakts unbekannter Herkunft zusammen. Er konnte abgewehrt werden, doch nicht ohne Verluste. Schickt bitte das Truppen. Entdeckung neuer Mana-Knoten abrupt beendet. Fels ist ausgetrocknet. Bergung von Artefakten 1. Herkunft unbekannt. Gut. Ah, zünden wir an. Jetzt sehe ich viel mehr. Was noch ein Gegner? Wöchentlicher Bericht Marshall Cloak. Lage normal. Minenbetrieb auf mäßigem Stand. Arbeitsmoral ist schwankend, aber insgesamt stabil. Bedrohung durch hiesiges Tierleben und heimische Minenkreaturen nehmen zu. Je tiefer wir graben, die Truppen schlagen sich in dem Maß zurück, wie sie auftauchen. Entdeckung neuer Mana-Knoten nimmt jedoch zu. Bergung von Artefakten? Keine. Okay. Noch wieder Bombenwerfer. Ich hätte heilen können, scheiße. Das können wir noch machen, ne? Ich kann heilen über Berührung. Jawohl. Super. Die rote Monika gefällt mir irgendwie. Laufen wir mal hoch. Ja, bevor wir uns hier weiter durch die Gegend schleichen, sage ich schon mal Dankeschön. Denn das war's leider für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei und bis dahin, tschüss.